Hallo Leute und frohes Neues, heute mal ein etwas anderes Video. So, herzlich willkommen meine lieben Freunde zu mal einem etwas anderen Video. Ich dachte mir, da ihr jetzt nach dem Neujahrsstream und den ganzen Sachen, die da an Silvester gekommen sind, sind ja ein paar neue Projekte gekommen, nutzt ihr die Zeit, um die Sachen zu gucken, für die ihr jetzt vielleicht keine Zeit hattet. Und ich nutze die Zeit, um ein bisschen Videos vorzuproduzieren und sie aufzunehmen. Außerdem mache ich heute auch so ein bisschen Chillo-Tag für mich und so, ne? Wollte euch aber nicht ohne neues Video lassen, deswegen dachte ich mir, hey, machst du das mal wie so viele andere YouTuber, und es wurde auch schon oft gewünscht, mal so ein Video nur mit Cam, und ich lese ein paar Kommentare vor und schau mal, was es da so Interessantes vorzulesen gibt. Und wir fangen jetzt mal an mit den heutigen. Also ich lese jetzt ganz aktuell und scroll mal so durch. Danke für das tolle Jahr mit dir, schreibt an. Ja, ich habe ja so ein Video von der Silvesternacht gepostet. Vielen Dank euch für die lieben Glückwünsche. Es sind wirklich hier eine ganz ganz mannigfaltige Anzahl von Glückwünschen da eingetrudelt fürs neue Jahr. Ne? Danke an euch alle. Hier, guck mal, an schreibt der Victoria, schreibt da Sarah, Delfina, Diane habe ich gesehen, Leni Sauskoppler, Violet Coldhill, alle, wirklich hier, Miss Piccolo und so weiter, Patronen habe ich gesehen, Cammy habe ich gesehen, ne, vielen lieben Dank für eure Glückwünsche. Ich wünsche euch das natürlich auch, einen super Start ins neue Jahr, und dass ihr alles das schafft und alles das hinbekommt, was ihr hinbekommen wollt, und dass es alles so läuft, wie es laufen soll, und dass euch eure Flauschigkeit natürlich behalten bleibt und dass wir auch natürlich viel miteinander im Jahr 2018 machen können. Erbebab schreibt hier unter dem Polar Express, die Stimme von Steve kam mir so bekannt vor. Ja, es ist mir auch letztens aufgefallen. Geht mir oft so, dass ich in Spielen dann Stimmen erkenne und mir denke, mein Gott, wo kommen die nur her? Und dann fällt es mir ein, das ist immer sehr lustig, die dann nicht mit dem normalen Sprecher zu assoziieren und dann sich einfach auf den Charakter einzulassen, den ich dann sehe. Wie geht es, Coco? So, Coco! Ah! Hier ist deine Katze. Nehmt sie als Gabe. Nehmt sie einfach. Oder bleibst du bei mir, Mäuschen? Geh deines Weges, Katze. Gehen. Aber gehen bald. Nee, nicht da hinten rein, Coco. Naja, egal. Gut, die Katze ist auf mysteriöse Weise verschwunden, denn dort hinten ist sie nicht. Ha! Ja. Wo ist die Katze wohl hin, ne? Cammy, vielen lieben Dank dafür. Richtig, richtig süß. Daniela Catkeep schreibt hier, hey Peggy, stimmt es, dass man keine Videos mit Liedern aus dem Internet hochladen darf, bla bla, weil es wegen Urheberrecht, und sie hat einen Song von Katy Perry benutzt. Ja, es ist kritisch, also du solltest keine Lieder hochladen bei Videos, die von Künstlern sind, die halt auch im Radio gespielt werden oder sowas. Also da kann dein Video tatsächlich entweder gelöscht, blockiert oder der ganze Kanal gesperrt oder deaktiviert werden. Da solltest du aufpassen. Also wenn ihr Lieder benutzt, nehmt nicht welche, die auch im Radio laufen, auch wenn ihr sie noch so toll findet. Ihr könnt sie gerne benutzen, wenn ihr wollt, aber urheberrechtlich ist es nicht erlaubt, und es kann natürlich dann passieren, dass euer Video entfernt wird. Also benutzt Lieder, die ihr auch wirklich frei zur Verfügung habt. Da gibt es 1000 Seiten im Internet. Hier zum Beispiel auf YouTube sowas wie No Copyright Sounds oder sowas. Da könnt ihr eure Lieder beziehen und die dann für die Musik verwenden. Diane schreibt, fragt, warum ich mich für meinen richtigen Beruf entschieden habe und wie es dazu gekommen ist. Es ist einfach ein Beruf, der sehr abwechslungsreich ist, bei dem ich sehr weit rumkomme, bei dem man sehr viel erlebt und immer unterschiedliche Sachen sieht und bei dem ich auch viel draußen bin und ich auch sehr viel Freiheiten habe, was meinen Tagesplan angeht. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, und dass ich noch einigermaßen Freizeit habe, um sowas hier nebenbei noch zu machen. Dani fragt, seit wann trägst du eine Brille? Ich glaube, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Es gibt Fotos von mir im Kindergarten mit Brille. Und deswegen, also 5 oder 6 Jahre, seitdem trage ich meine Brille. Und wie geht es deinem Auto, wie Sie noch wissen? Ja, es geht meinem Auto mittlerweile sehr gut. Damals hatte ich aber noch ein anderes Auto. Dem geht es jetzt, weiß ich nicht, wie es dem geht. Der alte Mazda ist jetzt irgendwo. Und momentan habe ich ja, jetzt fahre ich meinen VW Tiguan, und damit bin ich super zufrieden. Dem geht es sehr gut. Hoffe ich, dass er auch wegen Hagel und Schnee und Unwetter und Sturm. Es ist sehr stürmisch dieses Jahr, oder? Ist bei euch auch so? Sehr stürmisch, oder? Sarah, welches Land möchtest du unbedingt mal bereisen? Amerika und Asien. Wenn du dir eine Superkraft ausruhen könntest, welche wäre das? Zeitreisen oder Fliegen? Eins von denen. Oder so Magie einfach, glaube ich. Irgendwie sowas. Sehr geil. Magie ist geil, oder? Voll nice. Cassie fragt, wieso bist du eigentlich so cool? Das ist einfach so. Sehr gut, ne? Hier zum Beispiel schreibt Jana,
Was wolltest du als Kind mal werden? Ich glaube, ich wollte genau wie jeder andere als Kind schon immer mal alles werden. Enjoy Haley schreibt, was spielst du am liebsten? RimWorld, Borderlands und ja, ich glaube, das sind momentan meine zwei Lieblingssachen, die ich so nebenbei zock. Johanna schreibt hier noch gerade, bist du zufrieden mit dem derzeitigen Stand des YouTube-Kanals? Jein. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, so wie es ist. Ich hatte mir zwar irgendwie so erträumt, ich weiß nicht genau warum, aber ich hatte mir so erträumt, dass wir dieses Jahr noch die 20.000 schaffen. Ist schwierig. YouTube ist schwierig geworden. Ich bin ja schon sehr lange auf YouTube und es ist echt ein bisschen kompliziert. Ich habe es ja schon in Streams oft mal erzählt, so warum man das macht. Ich bin super zufrieden mit euch. Ich finde es richtig geil, dass es so ist, wie es ist. Aber es könnte theoretisch deutlich besser und mehr sein. Nicht besser, aber mehr sein. Das ist das Einzige, was ich damit wirklich so Problem habe. Ansonsten bin ich sehr zufrieden und ich bin unfassbar zufrieden mit euch. Also ihr seid wirklich die beste Community ever und ich hätte niemals gedacht, dass es sowas wie uns jetzt in dem Sinn überhaupt geben wird. Also das ist wirklich das absolut Tollste, was daraus entstanden konnte. Was machst du noch gerne außer zocken? Musik und Zeichnen und naja, das mache ich halt gerne, wenn ich dazu komme. Ne? Bin gern unterwegs, gehe gerne ins Kino essen, vor allem ich gehe unglaublich gerne aus zum Essen oder was trinken oder sowas. Das ist einfach richtig geil mit Leuten. Oder halt mal irgendwie jetzt bowlen. Wir haben ja unsere kleine aus Community-Werten Freunde-Runde. Und mit der unternehmen wir dann schon öfter mal was und es macht sehr viel Spaß und ist wirklich ganz, ganz toll. Schaust du Anime? Wenn ja, welche? Fragt die Serie. Momentan schaue ich keine Animes. Wenn, würde ich wahrscheinlich wieder Cowboy Bebop gucken, meine absolute Lieblings-Anime-Serie. Ansonsten habe ich die ganzen Folgen von Kickers und Tsubasa Fußballstar. Einfach Animes meiner Kindheit. Richtig nice. Mehr so Krimi. Ich mag mehr so Krimi-Action-Animes. Thriller. Sehr geil. Sehr geil, macht sehr viel Spaß. Franzi fragt, bist du religiös? Nein, nicht wirklich. Also ich bin getauft, ich bin evangelisch, aber ich bin jetzt nicht wirklich religiös, dass ich dem glaube, was die Kirche sagt. Das heißt nicht, dass ich an nichts glaube. Ich glaube natürlich auch an Übersinnliches, an Übernatürliches. Gläubig im Sinne von christlicher Glaube eher nicht. War aber trotzdem dieses Jahr in der Kirche. War sehr schön an Weihnachten. War sehr schön. Gut, ich glaube, das reicht. Wenn ihr sowas wie das hier öfter sehen wollt, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar und vielleicht könnt ihr es ein bisschen spezifizieren, wenn ihr sagt, so eine Videos einfach nur mit Cam, wo du über bestimmte Themen redest, vielleicht statt dem Star Stable Ritt folgen, also den Themenritt folgen, könnten wir sowas in diesem Format hier machen oder einfach so ein bisschen Kommentare lesen oder einfach Fragen beantworten. Ja, nein, vielleicht. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag und damit einen schönen Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Video. Und heute Abend gibt es wahrscheinlich noch RimWorld. Das ist jetzt heute am 1. Naja, also wenn ihr am 1. dieses Video geschaut habt, dürft ihr euch heute Abend auf RimWorld freuen. Bestes Spiel ever. RimWorld, der Hammer. Macht es gut. Tschüss und bis bald.